Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge von Verstrickung. Ich habe mir gedacht, bevor ich losdüse nach Kroatien, mache ich nochmal eben eine kurze Folge. Beziehungsweise stimmt das gar nicht. Also eigentlich ist es so, dass ich so viel zu tun habe, aber heute völlig energiefrei bin. Und deswegen drücke ich mich jetzt gerade, also vor Wäschebergen, vor Kofferpacken, vor Kühlschrank aufräumen, vor irgendwelche Formalitäten bzw. Finanzen noch zu regeln, bevor ich wegfahre und so weiter und so fort. Ne? Ich drücke mich einfach nur. Und jetzt habe ich irgendwie hier so Opfer gesucht, die sich mein Geheule anhören wollen, aber die wollen das nicht hören. Ja, und wenn ihr euch wundert, was ich für eine Lichtgestalt heute bin, da auf meinem Kopf ist ein Unfall passiert gestern. Und zwar wollte ich mir den Ansatz färben, weil ich dachte, im Urlaub ist ja doof, wenn man da so einen Ansatz hat. Und meine Schwester hat das auch gemacht, die hat ja rote Haare und da hat sie mir ein Foto geschickt und da dachte ich, wow, das sieht gut aus, mach doch auch nochmal deinen Ansatz weg. Und dann hat Anouk mir das auf die Haare geschmiert und in der Zwischenzeit, also in der Einwirkzeit, habe ich dann Wäsche zusammengelegt und das waren halt ziemlich große Berge, so ich weiß nicht, 3, 4 Maschinen oder so, die ich dann zusammenlegen musste. Ja, und dann habe ich die Zeit vergessen und irgendwann habe ich dann in den Spiegel geguckt, da war die Paste noch auf meinem Kopf. Und dachte, okay, du siehst aus wie Donald Trump oder so. Oder wie Heino. Also irgendwie so, ne? Gar nicht gut. Es sah halt auch noch sehr gelb aus, also gelber als jetzt. Also jetzt ist es, glaube ich, gar nicht mehr so gelb. Puh, habe ich dann versucht mit Silbershampoo das noch wieder irgendwie in Ordnung zu bringen, aber es hat nicht funktioniert. Und dann bin ich um 11 Uhr abends noch mal zu Rewe gefahren und habe mir noch eine Packung geholt mit Platinblond. Habe ich gedacht, komm, wenn das so ein bisschen gräulich wird, dann kannst du schon mal üben, wie das in ein paar Jahren aussieht mit grauen Haaren. Ja, jetzt sieht es halt einfach nur blond aus, ne? Ziemlich blond. Also, das war so nicht geplant. Aber ja, muss ich jetzt erstmal mit leben, ne? Also, bis gerade eben hatte ich noch so ein Tuch auf dem Kopf gebunden, wo die Haare drunter versteckt sind. Aber jetzt so hier in der Sonne fällt das nicht so auf, wie scheußlich das eigentlich wirklich ist. Und deswegen habe ich gedacht, komm, die kennen dich schon. Die müssen das jetzt aushalten. Ja, genau. Und deswegen, ne, nicht deswegen mache ich jetzt ein Video, sondern eben wegen diesem Drücken. Um die ganzen Aufgaben drumherum drücken. Hallo Katerchen, da läuft gerade der Kater lang. Huhu. Ja, ich sage jetzt einfach mal nichts, ne? Ich will mich ja nur drücken, ich muss das ein bisschen herauszögern, also. Und da ich ja immer so schnell bin, wenn ich dann meine Projekte durchlaufe, deswegen sage ich jetzt einfach nichts, um einfach Zeit totzuschlagen. Nein, das mache ich natürlich nicht, das ist ja voll gemeinsam. Ja, ich bin auf jeden Fall im Moment so stricktechnisch irgendwie ganz komisch drauf. Ich weiß es auch nicht so richtig. Ich brenne nicht so richtig für ein Projekt. Das ist sonst eigentlich immer so, dass ich irgendwie für eins so zumindest so richtig brenne. Und von oben werde ich gerade gestalkt. Da ist nämlich eine Dachterrasse und da haben die jetzt gerade mir zugehört. Ja, egal. Ich rede jetzt einfach mit euch weiter. Ja, ich brenne für nichts und fange ganz viele Sachen an und suche Herausforderungen, die ich dann nicht bewältigen kann. Wie zum Beispiel Brioche stricken. Aber ich kann es auch irgendwie, ich weiß es nicht, bin zu unkonzentriert oder keine Ahnung, vielleicht ist es auch die Hitze, obwohl jetzt gerade ist es gar nicht so warm. Such Ausrede, keine Ahnung. Ja gut, dann hört man in den anderen Kanälen immer was von Stash-Abbau und UFO-Abbau und so und dann ja, denke ich an meine ganzen UFOs oder an die Projekte, die ich alle mal schon mal in die Kamera gehalten habe und manches auch wieder verworfen habe und dass da einfach nur rumliegt. Und da habe ich gedacht, sollst du vielleicht auch mal was ribbeln, damit du mal ein bisschen freier wirst und nicht immer so erdrückt wirst von deinen ganzen Projekten.
Ja, und da habe ich mir gedacht, also ich habe schon eins geribbelt, und zwar das hier, das da. Da waren mir irgendwie zu viele, zu schnell reingehalten vielleicht, ne? Das da. Da waren mir irgendwie zu viele Fehler drin. Ich habe das mal so ein bisschen gestretched und dann habe ich gesehen, nee, die Löcher, die sind gar nicht so richtig übereinander und so. Und ich fange da jetzt einfach in Ruhe nochmal mit an. Ne? Weil das ist nämlich ehrlich gesagt so eine Anleitung, die man gar nicht so schnell auswendig kann, weil die über, wie viel Reihen geht die denn über? Über 31 Reihen. Ja, das ist gar nicht so einfach, die auswendig zu lernen. Leider. Aber ich will das trotzdem irgendwie machen und auch wieder in dieser Art da mit diesem oben zunähen. Es kam ja ganz gut an, ne? Habe ich gemerkt. Heute habe ich Silvia geguckt und die hat das ja auch übernommen und sich drüber gefreut. Und das hat mich dann wiederum gefreut. Und ich werde das natürlich an die Wollfrau mal weitergeben, die mir diese grandiose Idee da gezeigt hat. Das war übrigens auch die, die mir das mit den Teppichen mal gezeigt hatte. Also das ist eine ganz kreative, tolle Frau, die hoffentlich auch zu meinem Strickfest kommt. Ich habe sie auf jeden Fall eingeladen. Ja, ich kann ja mal kurz dazwischen werfen, Strickfest. Ich habe ein paar E-Mails gekriegt und ich habe auch eine Postkarte bekommen von einer Frau. Ich schaffe es im Moment kopfmäßig irgendwie nicht, das jetzt gerade zu organisieren. So, ich bin jetzt im Moment so erstmal dabei, Kroatien zu organisieren. Und wenn ich wiederkomme, dann kann ich mich darauf so richtig doll stürzen. Also das bleibt natürlich alles bestehen und ich freue mich auch mega darauf, aber jetzt ist irgendwie mein Kopf mit Kroatien voll und wenn ich wiederkomme, dann ist es ja auch gerade erst der 5., 6. Juli und dann fange ich an, das alles aufzulisten, nochmal zu gucken, ob da noch neue E-Mails dazu gekommen sind und das mal so durchzuorganisieren, wer hier schlafen will und was man irgendwie da noch alles bedenken muss und so. Es ist halt doch mehr Aufwand als ich lade die mal eben ein und dann läuft das schon, ne? So ist es eben nicht. Und ich habe mich jetzt entschlossen, halt erstmal Schritt für Schritt zu machen. So, weil ja, man muss ja auch in Stimmung sein, dann so einen Anruf zu tätigen, weil es ist ja auch so, du kennst die Person halt nicht und ich kann das dann manchmal nicht so schnippmäßig, sondern ich brauche dann so einen Moment, wo es, weiß ich nicht, wo es dann für mich passt, irgendwie, wo ich mich ungestört fühle. Und das ist oft abends und dann ist es irgendwie so spät, dass ich dann denke, oh, jetzt kannst du da auch nicht mehr anrufen, kannst du ja morgen machen und dann ist wieder so viel und bla bla, Ausrede, Ausrede, Ausrede. Nee, ist eigentlich keine Ausrede, sondern es ist tatsächlich so. Ja, ich werde das auf jeden Fall so richtig organisieren, wenn ich wieder da bin. Das wollte ich schon mal kurz zum Strickfest sagen. Auf jeden Fall gibt es da so einige Resonanz und das freut mich tierisch und das wird bestimmt ganz prächtig und toll werden. So, jetzt aber zurück zum Gestricke, Geribbel. Ich werde den hier ribbeln. Oder? Oder nicht? Ich habe nämlich irgendwie zwischendurch gedacht, der ist mir irgendwie zu dick oder so. Aber jetzt, wo ich ihn hier so sehe, finde ich ihn irgendwie doch ganz gut, ne? Das ist ja auch schon ein ganzes Stück. Ich weiß es nicht, ne? Schreibt mal unten rein, soll ich das ribbeln oder nicht? Ja, nein, vielleicht. Wenn man das dann wieder so sieht, sieht es gar nicht so übel aus, wenn ich da so rauf gucke. Denke ich, hat das so ein bisschen was von so Frottee-Handtuch oder so. Also es ist halt nicht so fein, ne? Es ist eher so ein bisschen grob. Ich bin da ganz unschlüssig. Jetzt bin ich noch unschlüssiger als vorher. Ja, schreibt mal unten rein, ob ich das ribbeln soll oder nicht. Ja. Ansonsten habe ich weitergemacht an meinem Doodler und habe wieder die Kante, die ich glaube ich letztes Mal noch gezeigt habe, die ist auch wieder geribbelt. Ich habe mich dann entschlossen, was ganz anderes zu machen. Und zwar diese Kante. Das ist jetzt die falsche Seite.
Das ist die richtige Seite. Bei dem Grauen sieht es natürlich noch abgegrenzter, wie soll man sagen, ne? Klarer aus. Hier ist das so bunt so zusammen irgendwie, ne? Aber ich fand das irgendwie ganz schön. Ich bin auf jeden Fall, das entfaltet sich ja erst später dann so richtig, ne? Also so sieht auf jeden Fall diese Kante aus. Ich finde das ganz schön. Das ist auf jeden Fall aus Rödelwolle. Da war, habe ich die Etiketten noch nicht mal mehr. Die habe ich irgendwann im Frühjahr mal gekauft. Das ist so ein Leinengemisch in Pink halt. Und die Noro Wolle, die ich auch noch bei mir rumfliegen hatte, wo ich auch das Etikett mal nicht mehr habe, mal wieder nicht. Das ist so eine in sich so bunte. Die habe ich miteinander vermischt. Ja, und das ist dann daraus geworden. Und hier sieht es irgendwie, geht es dann so ineinander über und da gibt es ja nachher noch so interessante Sachen, die glaube ich aus diesem hier noch gemacht werden. Und dann kommt das Grau ja nochmal wieder zum Vorschein. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen. Obwohl, das ist wahrscheinlich mehr so ein Kunstobjekt, ne? Genau. Und liebe Steffi, ich habe letztes Mal ganz vergessen zu antworten auf die Frage, was das da oben ist. Das ist so eine Art Verzopfung. Ja, genau. Und das sieht dann halt. Ja, das kommt jetzt natürlich auch darauf an, was man für eine Wolle benutzt, aber das wird dann halt so, ne? Wenn man das nach Anleitung strickt. Ja, auf jeden Fall wird das die Wellenkante. Und jetzt, wo ich das sehe, ich dachte, dass die eben ganz schnell geht, aber die Reihen werden immer länger, weil ja auch die Wellen immer größer werden. Es dauert jetzt doch länger. Als ich dachte, ich mache die mal eben schnell daran, ne? Aber ist nicht. Ich glaube, das sind nachher auch wieder irgendwie um die 1000 Maschen oder so. Ja, da bin ich dran, aber auch irgendwie nicht so richtig doll. So halbherzig irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht gefällt es mir auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Ja, und weil es unklar ist, habe ich natürlich auch wieder Sachen angeschlagen. Aber ich kann dir erstmal noch mal kurz zeigen, mein Find Your Fate Stalking von oben. Machen sich bestimmt lustig über mich, Luna und ihre Freundin. Ja, ich habe gestern auf jeden Fall mal ein bisschen an dem hier weitergemacht. Und auch da jetzt so ist es gar nicht so übel, ne? Es wirkt halt, es ist halt eine ganz andere Geschichte, als das mit Sockengarn zu machen, ne? Das ist ein ganz anderes Ergebnis. Aber jetzt auch in der Kamera ist es auch gar nicht so schlecht, dass ich es so stiefmütterlich behandeln müsste und es in der Ecke liegen habe, ne? Meiste Zeit. Ich dachte dann nämlich, oh, es ist zu kratzig, zu dick und blöd und so. Aber wenn man das dann über der Klamotte so irgendwie drapiert, ist es dann vielleicht doch wieder ganz schön, ne? Mit diesem Schwarz und diesem Lila-Pink. Ich weiß nicht, die Farben sieht man jetzt natürlich nicht so grandios hier draußen. Ich habe mir von dem Licht irgendwie mehr versprochen. Ist gar nicht so toll, ne? Aber müsst ihr heute mit leben. Ich habe ja immer noch das Problem, dass ich meine Sachen da nicht auf meinen PC überziehen kann zum Bearbeiten. Keine Chance. Freitag kommt der Merlin, mein Sohn. Und der kommt ein bisschen früher. Hoffe ich. Und dann kann der das Problem vielleicht mal lösen, weil auch dieses Mal wird das Video einfach wieder so zack in die Welt, ne? Werde ich gar nicht viel dran rummachen, weil ich habe jetzt auch echt, also nach diesem, ich drücke mich hier jetzt so rum, danach muss ich echt mal sehen, dass ich irgendwie was vorbereite, so, ne? Kühlschränke zum Beispiel, vielleicht. Reste verkochen, bevor die 2 Wochen im Kühlschrank rum, keine Ahnung, und anfangen zu laufen oder so. Das wäre ja blöd. Ja, ansonsten ja genau, bin ich dabei, dieses Ding hier abzuketten. Und das ist so ein Kurzpullover, den ich gerne über so, trage ja halt gerne Kleider und so, ne? Also so Kleider in einem Stück, Kleider sind in einem Stück, glaube ich, immer so, ne?
Sonst wäre es ja ein Rock mit einem Pullover oder so. Also über so ein Kleid stelle ich mir das ganz gut vor, so als, keine Ahnung, Kurzpullover halt, ne? Also ich habe das schon mal angezogen, ist gar nicht mal so schlecht. Ich werde aber relativ, also dadurch, dass es dann hier so kurz ist sozusagen, also es ist nicht bauchfrei, ne? Es geht genau schon drüber. Und ist halt so leicht A-förmig geworden und das ist gar nicht mal so schlecht. Und da kommen auf jeden Fall Ärmel ran und die sollen aber ein bisschen länger sein. Weil ich finde dann, ja, entweder oder, ne? Weil wenn man jetzt sozusagen an dem kurzen Oberteil noch kurze Ärmel macht, dann sieht es halt einfach nur aus, als hätte man einfach keinen Bauch mehr gehabt und einen zu kleinen Pullover gemacht. Und deswegen kommen die Ärmel halt so richtig lang, wahrscheinlich bis hier so irgendwie, damit man dann sieht, sie hat nicht nur einfach keinen Bock mehr gehabt, ne? Genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Ich finde auf jeden Fall diese Wolle ganz schön, aber man sieht das in dem Licht natürlich jetzt wieder alles gar nicht mal so gut, ne? Ja, beim Abketten dann habe ich auch irgendwann aufgegeben, weil ich nämlich einen I-Cord mache. Weil ich finde, dass das doch immer der schönste Rand so ist. Sieht man hier jetzt auch nochmal. Und die Wellen kommen dadurch auch nochmal ganz schön raus, finde ich. Ja, aber dann habe ich irgendwie ganz spät abends, habe ich da irgendwie angefangen abzuketten und dann fielen mir irgendwann die Augen zu und nächsten Morgen hatte ich dann schon wieder keinen Bock mehr auf Abketten. Und vor allem habe ich überhaupt keine Lust auf Ärmel stricken, ne? Aber ich denke mal im Urlaub. Wenn ich dann so ein bisschen abgelenkt bin und mich noch nebenbei unterhalten kann, dann wird das vielleicht doch gar nicht so schrecklich werden. Auf jeden Fall habe ich noch so viel und wenn mir das nicht ausreicht, dann benutze ich halt noch was von der Mohair, Silk Mohair von Langjans. Die hier. Ja. Also irgendwie wird dann so lange darum experimentiert, dass es ausreicht. Also ich will auf jeden Fall keine neue Wolle dafür kaufen. So, jetzt kommen die neuen Projekte. Ich hatte mir überlegt, wenn du nach Kroatien fährst, kannst du nicht wie letztes Mal nach Holland deinen ganzen Wollstash mitnehmen. Also es ist fast so gewesen. Ne? Also im Auto wurde sehr eng, als ich dann anfing, meine Wolle und meine 1000 Projekte und Hefte und Zubehör ins Auto zu schmeißen, haben die Kinder immer Mama. Das ist voll übertrieben. Und ich so, ah, ich habe aber Urlaub und ich weiß ja noch nicht und so. Will ich diesmal nicht, weil wir ja auch 2 Wochen sind und da muss man wechseln, da braucht man einfach ein bisschen mehr, ne, an anderen Dingen. So, und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich 3 oder 4 Großprojekte, die ich dann da. Also das mit dem Pullover, der ist ja schon angefangen, den mache ich auf jeden Fall. Und dann habe ich mir erlaubt, was Neues anzuschlagen. Und zwar den Butterflies von der Astrid Müller. Und zwar in einfarbig, in Grau. Und das ist bis jetzt das Ergebnis. Da oben sieht man auch schon ein paar Butterflies. Hoffentlich in dem Licht auch so. Ja, ein paar sind nicht an den richtigen Stellen gelandet. Aber ich glaube, dass es am Ende nicht so sehr auffallen wird. Da sind die Butterflies. Und ansonsten nähe ich da einfach noch welche drauf, wenn das irgendwie zu blöd aussieht. Ja, auf jeden Fall einfach in Grau wird das Ganze werden. Und mir gefällt das auf jeden Fall ganz gut. Das Rezept hätte ich fast wieder gesagt, die Anleitung. Finde ich toll. Ich hoffe, dass es auch richtig ist. Wenn nicht, sagt mir Bescheid. Die mache ich auf jeden Fall. Das ist noch aus dieser Aktionszeit da, wo im Mai Drops Garne rausgeworfen wurden für 35% weniger. Die Alpaka Baby Silk, ne, Baby Alpaka Silk, die fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr schön an. Ich glaube, selbst Sonja würde die gerne mögen. Hallo Sonja, falls du es siehst, ich glaube, dass die hier dir auch gut gefallen wird, aber die hast du wahrscheinlich schon mal gehabt, ne?
könnte ich mir vorstellen. Ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt auf dieses einfarbige. Also dadurch, dass man die Schmetterlinge strickt, ist es eben auch nicht langweilig mit diesem Grau, ne? Also das ist echt, macht trotzdem Spaß. Noch bin ich auf 2 Nadeln, aber das wird sich bald ändern. Ist doch noch zu viel, um das so. Der Faden, der wurde immer länger gerade beim Dranziehen. Ja. Ansonsten fliegt hier gerade irgendwie ein Hubschrauber oder so. Auf jeden Fall hatte ich ja angefangen, den Ruffles mit dem Zauberball zu stricken, aber das ist mir echt zu dünn und kombiniert mit diesem Mohair fand ich es dann total scheiße und deswegen habe ich das wieder aufgeribbelt, beziehungsweise das ließ ich nicht mehr ribbeln und habe mir dann gedacht, ich mache nochmal ein Schlauchdings, weil das ist mir zu dünn. Das ist wie wenn man mit einem Stopfgarn oder so strickt. Ne. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt so weit gekommen mit meiner Häkelei. Also es ist noch nicht so besonders viel. Ja, aber ich glaube, das könnte ganz schön werden. Also so zum Häkeln ist das okay, aber zum Stricken ist mir das einen ganz kleinen Hauch zu dünn. Also ich mag schon dünnes Garn und auch dünne Nadeln. Also dünne Nadeln, aber das war dann irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Also zumindest mir nicht. Genau. Schlauchdings nochmal. Dann, genau, als zweites Projekt, das ich mit nach Kroatien nehmen möchte, ist der Ruffles, glaube ich, heißt der, ne? Habe ich das nicht. Wollte es eigentlich mit hernehmen, habe ich auch gemacht. Ne? Den Ruffles, Mindless, Ruffles Number One. Ich zeige jetzt nur mal das hier, weil man soll ja auch nicht irgendwie was verraten, ne? So, genau. Ich finde den auf jeden Fall mega schön und ich habe mir dann überlegt, also mir ist aufgefallen, dass ich zwar viel Wolle habe, aber ich habe immer von einem Typ nicht so viel Wolle, also keine 1200 oder 1400 Meter, deswegen kaufe ich glaube ich auch öfter neue Wolle, weil ich eben nicht so viel von einer habe und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal ein paar Knäule von diesem hier gekauft. Das ist auf jeden Fall das, was ich bis jetzt geschafft habe. Es ist noch nicht so besonders viel. Ich finde auf jeden Fall diese Farbkombination aus diesem Braun und diesem, keine Ahnung, was ist das? Was ist denn das? Ein helles Türkis, glaube ich, würde ich das jetzt bezeichnen. Und das ist aus einer Strumpfwolle von Wolle Rödel. Wo ist denn da die Kamera? Da oben. Ne? So. Und zwar ist das die Nummer 004 Strumpfwolle Color Vierfach. So sieht das Ganze aus. Genau, und weil das auch relativ mindless ist, kann man das wahrscheinlich auch in brüllender Hitze stricken, ohne dass man so wahnsinnig viel rumtüfteln und nachdenken muss. Ansonsten habe ich heute zum 10. Mal angefangen mit den Flying Fishes. So weit bin ich gekommen. Das kann sich schon richtig gut sehen lassen. Ne? Die arme Madeline Tosh, weil die ist so oft geribbelt worden jetzt. Ne? Also langsam muss das hier echt was werden. Ne? Sondern die wird ja nicht besser dadurch. Die Flying Fishes, genau. Kann ich euch ja noch mal kurz zeigen, was das mal werden soll. Oder wie das dann aussieht. Das ist das hier. Das habe ich ja gekauft in Holland. Ja.
Bis jetzt sieht es überhaupt nicht so aus, als würde das richtig sein, aber ich bleibe jetzt einfach mal dran und vielleicht klappt's, ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht soll ich das doch lieber nach dieser Strickschrift, die ich ja gleich zeigen darf, nach dieser Strickschrift hier zeigen. Nicht, dass ich hier irgendwelche Copyright-Rechte verletze. Fast hätte ich es getan. Ja. Ansonsten, wie viel Zeit habe ich denn jetzt schon? Oh, 25 Minuten. La la la, schönes Wetter heute, ne? Die Luft ist relativ kühl heute. Zeitschinden nennt man das. Aber ich muss gleich einfach mal anfangen, ne? Und weitermachen. Ich habe Wolle vom Wolkenschaf bekommen. Und zwar 3 Stück. Und zwar die hier. Sind die nicht schön? Also in dem Licht sieht man das jetzt vielleicht gar nicht so richtig. Das ist hier so... Oh, das sieht in der Kamera gar nicht so aus, wie es aussieht, weil hier oben auch so ein rotes Segel ist. Und das schluckt die Farbe jetzt, glaube ich, auch noch. Das ist eigentlich so ein ganz tolles Pink mit Lila und sowas. Und das hier heißt, ach so, ich kann ja mal sagen, wie das heißt. Das hier heißt Trude. Hat die auch eine Farbnummer? Kann ich jetzt gar nicht sehen. Ist auf jeden Fall auf der Wolkenschaf-Seite die Trude. Und dann gibt es noch die Melanie. Die ist so grau mit so Pink drin. Fand ich total schön. Und dann Stahlgrau, glaube ich. Stahl heißt die einfach nur. Mal was in Grau, ne? Ja, da weiß ich jetzt noch nicht, was ich draus machen soll. Ich habe gerade eben schon mal angefangen, da bei Ravelry irgendwie zu gucken, was mit 3 verschiedenen Farben und mit wie viel Meter sind das? 420 pro, also 1280. 1320 Metern ich so anfangen kann. Ich habe bestimmt nicht richtig gerechnet, aber ich habe jetzt keine Lust, das nochmal zu überprüfen. Kann ja jemand anderes mal ausrechnen für mich. Ich habe gerade keine Lust. Oder? Kann ich das einfach nur nicht. Nein, ich habe keine Lust jetzt gerade. Ich habe aber Lust, mich weiter zu unterhalten, aber es ist eigentlich nicht gut, weil ich jetzt einfach weitermachen sollte bei der Vorbereitung für den Urlaub. Ja, gestern war ich unterwegs und habe die ganzen Zeugnisse von den Kindern abgeholt und die sind alle 3 sehr grandios gewesen, die 3 Zeugnisse, also so richtig. Die haben alle so tief gestapelt, dass ich dachte, ist vielleicht gar nicht so dolle, aber es war mehr als das. Richtig beeindruckend. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz stolz, dass die alle auf dem Weg zum Abitur sind, wobei sie alle sagen, dass sie vielleicht auch nur Fachhochschule machen wollen, weil angeblich damit die Chancen genauso gut sind. Aber das werden wir dann ja sehen. Jetzt wird erstmal die Schule beendet und dann kann man weitersehen. Gut, ich muss jetzt einfach, glaube ich, mal Tschüss sagen, ne? Genau. Wir sehen uns dann in Kroatien oder auf dem Weg nach Kroatien vielleicht ja auch schon wieder. Also, ich werde ja die Kamera dann mal anschmeißen, wenn es irgendwas Tolles zu sehen gibt oder so. Könnte ja sein, ne? Auf der Reise, dass man irgendwas Tolles sieht. Und ansonsten ja auf jeden Fall vor Ort. Und ich habe mal versucht, im Internet zu gucken nach Wollläden in Kroatien, aber es ist gar nicht so einfach, weil es ist ja eine andere Sprache, ne? Erstmal das, wie über Englisch das irgendwie versucht, über Yarn Shop und so, aber ich habe bis jetzt noch nichts richtig gefunden. Außerdem wollen wir auch noch zu diesen Game of Thrones Aufnahmeplätzen gehen. Da soll es ja irgendwelche Burgen geben, die da direkt am Wasser irgendwie liegen und da ist wohl einiges gedreht worden.
Ich habe Game of Thrones noch nicht richtig geguckt, weil das kostet ja auch im Moment noch ziemlich viel Geld. Aber ich würde es gerne gucken, weil ich habe nämlich Vikings durchgeguckt. Und das war sehr toll. Also hätte ich nicht gedacht, dass so die Wikingerzeit und so dieses Brutale und so, dachte ich, wäre nichts für mich. Aber irgendwann war ich dann voll drin, ne? Und musste das dann alles durchgucken. Und jetzt wäre Game of Thrones natürlich auch ganz cool, ne? Aber wie gesagt, das kostet ja im Moment ziemlich viel Kohle, glaube ich, ne? Bei Amazon und so, glaube ich, eine Folge 2,99 oder so. Und das sind, glaube ich, einige Folgen. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade Max Dome und gucke gerade Lost. Ja, das ist ja auch ganz interessant. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da versteckt sich ja ganz schön viel in der Geschichte. Ne? Ich dachte, da wären einfach nur Leute gestrandet, aber dass da so viel drin steckt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich bin schon wieder abgedriftet und eigentlich wollte ich Tschüss sagen, aber mir fällt es so schwer, mich zu verabschieden gerade. Aber ich mache das jetzt einfach. Ich mache jetzt den Knopf aus und dann lade ich das so hoch. Bäpp, ohne Vorspann, ohne irgendwas. Dabei ist das ganz schrecklich für mich, weil ich war so stolz, dass das mit diesem tollen Vorspann und so alles geklappt hat und jetzt auf einmal nicht mehr. Aber ich krieg das wieder in den Griff. Nur heute noch nicht. Also, dann bis bald in Kroatien. Tschüss.